Ja, aber das war so ein Level, da hätte man durchaus mal Mario oder Peach oder einen alten Toad noch, retten können. Oh yeah! Oh, oh no! Ja, saug sie ein. Okay. Wäre auch zu leicht gewesen. Oh ja. Ah, warte mal, hier kann man doch... Ja, Jesper, das mit den Herzen finde ich auch krass, wie viel man hinterhergeschmissen kriegt, aber ich finde es nicht schlimm. Ich glaube, die Kämpfe sind halt sogar noch... Für mich sind die Kämpfe sogar weniger das Wichtige an dem Spiel als die Erkundung. Endlich. Bam, 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 bam. Ich meine, die sind ja im Kern alle identisch. Und deswegen... Schon ein Grund, warum ich Hunde mag. Und Katzen nicht. Oh. Was ist denn jetzt los? Wo ist die? Komm her! Was geht? Was war das denn jetzt? Ja, dazu müsste das Kätzchen sich mir erst nähern. Ey, Katze! Okay, vielleicht muss ich hier hoch. Ach, den Rücken zur Katze. Aber ich probiere es trotzdem mal hier hoch zu gehen. Gut, da muss ich runter. Weg, Fabio.
Ja, vielleicht muss ich mit. Okay, ich muss scheinbar noch länger warten. Warum hat sie ein Leben? Nein, don't, nein, Mann. Sollen wir doch einfach mal diesen doofen Knopf geben. Okay. Hallo? Jetzt sagen wir nicht, dass er eine Etage runter ist. Ist jetzt wirklich eine Etage runter, oder was? Nein, jetzt muss ich nochmal eine Etage runter. Na gut. Okay. Monströser Mülleimer. Muss ich ihn mehrfach kippen. Okay, scheint nicht zu funktionieren. Ach, die Düsterlampe. Oh, thanks. Oh, yes. Oh, und vielen Dank, Kofi. Subbt in den zweiten Monat rein. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Dave, du bist der beste Racing-Streamer. Vielen, vielen, vielen Dank. Merci, mein Lieber. So. Ach, wir müssen jetzt... Oh Gott, Alter. Okay. Hat noch über den Schwierigkeitsgrad gesprochen. Jetzt ballert das Spiel mal richtig rein.
Jo, danke, Dom. Keine Sword of the Herz des Games zu, da habe ich mir auch gedacht, das ist ja der Wahnsinn. Ach, Fledermäuse. Da haben wir sie. Okay, jetzt weiß ich, was im 4-Players-Test mit nerviges Backtracking gemeint ist. Ich meine, das Spiel hat ja schöne Areale, aber ich muss sie ja nicht zweimal oder dreimal besuchen, es sei denn, ich will's. Das ist ja das Schlimmste eigentlich, was ein Spiel machen kann, dir zu sagen, hey, du musst jetzt hier wieder hin, ob du willst oder nicht. Hey. Ach, das Bild hatte ich ja mal kaputt gemacht mit der Säge. Schönes Wiederspawn. Vertrauenserweckend. So, eine Etage höher. Aber es ist halt jetzt Weg, wo nichts passiert. Wo ist denn die Katze hin? Ja. Bin ich zu weit? Ja. Das. Ja. Cool, danke. Ich hab dank dir den vierten Juwel gefunden.
Hat Fluidi gerade nur einen Daumen nach oben gezeigt? Könnt ihr auch gerne da lassen. Auf YouTube dann. Oh Gott! Wird wieder ein Leben haben, oder? Boah, Alter, jetzt mal im Ernst. Was? Ey. So, nee, das war der Umriss davon, dass sie da gerade... Ist jetzt nach oben oder nach unten abgehauen? So streckt man wohl die Spielzeit im eigenen Game. Ja. Es ist traurig, dass Nintendo sowas auch schon nötig hat. Ich meine, ich bin schon 6 Stunden im Spiel gewesen, als wir heute gestartet haben. Jetzt sind es gleich 7 Stunden. Es sind schon über 7 Stunden. 1,5 Stunden fast sind wir hier. Niemand würde sich beschweren, wenn du am Ende ein 12-Stunden-Spiel hast oder so. Und ich wette, das Spiel wird mindestens mal 15, 16 Stunden gehen. Wovon aber 1,5 Stunden halt diese nervige Passage war. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob die Katze nach oben oder nach unten abgehauen ist. Wahrscheinlich nach oben wieder. Weil ich meinen komischen Stroboblitz eingesetzt habe. Ach, oben bei dem Pflanzending oder was? Oh Gott. Danke, Fabio. Dann auch sowas. Dann lass sie in eine Richtung laufen, wo es nicht 2 unterschiedliche Möglichkeiten gibt, wo ich entweder mit dem Aufzug hochfahren kann oder weiter hochlaufen kann. Puh. Das Spiel ist gerade von einem... extrem, extrem, extrem guten und bei mir sehr beliebten Spiel dezent runter auf... Ich will den Game Designer und den Game Director sprechen. Das kann doch niemand für eine geile Stage halten. Ey, pass mal auf, dann hast du das Ding. Weißt du, da freust du dich mal, dass mal ein bisschen Abwechslung kommt und dass du einen coolen Geist triffst, der dir einfach so das Ding gibt. Und dann kommt eine Katze und die klaut dir den Knopf. Wie geil wäre das denn? Und weißt du, was sie dann macht? Die geht dann weg. Weißt du, was sie dann macht? Dann geht sie nochmal weg. Boah, geil. Ja, und auf dem Weg dahin. Okay, ich kann mich gut verteidigen gerade. Egal, was ich drücke, nichts passiert. Ah. Wo kam der denn her? Oh Gott, wie habe ich in diesen Abschnitt nochmal geschafft?
Ja. Komm raus. Lass uns das Wasser an. Okay, ich muss mit Luigi durch, okay. Jo, Fabio, aber bitte nicht alles vorwegnehmen, danke. Wie ist denn da hoch? Aber... So gut, dass gleich Formel 1 läuft und wir erstmal Pause machen, bevor es weitergeht mit Luigi's Mansion. Weil momentan kann ich dieser Musik überhaupt keinen Dingensbums entgegenbringen. Dieser glücklichen Pop-Bam, Pop-Bam, Pop-Bam. Ja, finally. Es ist halt wirklich schade, weil es ist so häufig in der, in Videospielen so, dass halt einfach es heißt, ja komm, wir müssen irgendwie unsere Spielzeit strecken. Ich weiß gar nicht, ob das großartig bewusst passiert oder nicht. Wäre eigentlich trauriger, wenn es nicht bewusst, wobei beides ist traurig. Aber, die Leute müssen doch was von ihrem Fach verstehen und eigentlich wissen, keine Ahnung, dass es doof ist. Zum Beispiel auch, keine Ahnung, viel zu lange Laufwege sind auch sowas. Da denke ich mir, jetzt musst du doch eigentlich wissen, dass das doof ist. Es gibt ja diese Open-World-Games, da... Gut, eigentlich funktioniert fast jedes Open-World-Game so. Geh zu Punkt X, nimm die Quest an, geh zu Punkt Y. Im Idealfall kommst du gerade von Punkt Y, sogar in GTA 5, ja? Sagen wir mal, du bist schon irgendwie im Norden irgendwo. Dann nimmst du in der Stadt eine Mission an, die dich in den Norden führt oder so. Ja, geil! Da könntest du auch genauso sagen, hey, du rufst per Handy zu dem den Typen im Süden an und kriegst darüber den Auftrag. Wie viel angenehmer wäre das? Okay, jetzt kommt noch ein Hund, der uns das Ding wegnimmt, oder? Ich kann diese Animation nie mehr genießen, ohne Angst zu haben, dass da irgendwas Doofes passiert. So, 9. Etage. Ab geht's. Gut, nerviger Part ist vorbei. Moin Justus. Ja, Jesper, das dachte ich auch, dass sie ein Leben hat und wieder abhaut. Wir haben übrigens 17.000 Gold. Ah, da können wir noch eine Sache machen gleich. Museum. Oh ja, Jesper hat's richtig geraten. Dinos. Wir gehen mal ins Labor. Gut, wenn man einmal ins Labor schnell gereist ist, dann kann man vermuten, dass man da durch diese Fernseher durchkommt. Huhu, Finder. Was sind hier immer noch 1000?
ist mir eigentlich klar, wenn ich einen Boohoo-Finder kaufe und das dann Aufenthaltsort bekannt ist, dann. Okay, sehr schön. Da geben wir auch hier nochmal alles für die Juwelen aus. Da haben wir am Ende jetzt 6009. Dann weiß ich auch, wie viel Geld ich insgesamt noch sammeln muss. Bevor ich dann das meiste einfach ignorieren kann. Weil wenn wir wissen, wo alle Juwelen sind, muss ich auch nicht überall alles abklappern oder so. Warum keine Boohoo-Finder? Was soll ich denn sonst mit der Kohle anstellen? So, und dann haben wir 9. Und noch 12 weitere Juwelen kann man jetzt sich anzeigen lassen. Goldene Knochen. Für was brauche ich denn die goldenen Knochen? Das Spiel speichert doch eh an jeder Stelle von sich aus schon. Und schmeißt sich mit Herzen zu. Da brauche ich keine goldenen Knochen. Ich habe einen und den schon seit Spielbeginn. Aber ja, nice. Dinos, man sieht's oben, man sieht's links von der Krähe oder etwas Möwe gesagt oder Rabe. Keine Ahnung. Und man sieht's anhand der Prospekthalterungen rechts im Bild. Und nächstes Mal geht's dann damit weiter.